Genau, und hier gibt es dann einfach den dazwischen. Den. So. Und vielleicht auch so. Und hoppla. Wieder eine Schicht oben drauf. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir jetzt hier noch mal ein letztes Mal Fenster einbauen wollen. Oder ob wir sagen, ja, leck mich doch. Sag mal, wie hoch sind wir hier mittlerweile eigentlich? Boah, 44 Meter. Ja, im Grunde genommen. Machen. Schade um das schöne Glas, schade um das Glas. Aber das macht so ja nicht zwingend mehr Sinn, aber weniger Arbeit. Hier packen wir jeweils wieder ein Slab drauf. So. Hier den Laden vorsetzen. Upsa. So. Und wir machen dicht. So, bald haben wir kein Holz mehr, was dieses Dachholz verbrät. Das ist der Hammer. I doch trot, das ist ja Quatsch. So. So und so und so und so. Und da geht die Sonne auf, pünktlich. Zum Bauabschluss dieses Megaturmes.
wird's wieder Tag, so dass wir hier auch wieder wegkommen. So. Macht wenig Sinn. Lassen wir mal. So, und wir stehen auf einer endgültigen Höhe von 152,5. Ja, leckt mir doch am Arsch, du. Wahnsinn. Oh, wie weit unten dieses Türmchen jetzt ist. Boah, sind wir hoch. Wahnsinn, sind wir hoch, ey. So. Wie sieht mir jetzt... Könnt ihr vielleicht irgendwo, wenn ich so zum Fenster reingucke, mal sehen, wo ich mein Dings gebaut habe. Mal. Da drüben ist er. Da. Da ist mein... Ich dachte, ich bin jetzt ganz schlau, weißt du? Such mir den Eingang. Und grab mich hier den Turm wieder runter. Am Arsch, voll dran vorbeigesprungen. Jetzt muss ich mich blöderweise wieder hoch. Schaffen, weil ich jetzt hier natürlich ein Loch verursacht habe. Das nämlich. So, das sammeln wir alles ein. Okay. Ach du Scheiße, es ist aber auch geil mit den Wolken, die hier durchziehen. Scheiß, die wandern, was ein Mega-Ding hier. So. Jetzt werden wir erstmal was essen. Müssen wieder hochheilen. Dann schnappen wir uns das Bett. Das nehmen wir nämlich jetzt komplett hier mit und raus. Nur hier vorsichtig gucken, nur ein, zwei dämliche Spinnen hier. Das ist natürlich die Frage, das ist eigentlich schon ziemlich geil hier. Ich müsste eigentlich wirklich, das muss ich aber dann, müsste ich dann eigentlich mit Treppen machen. Wegen. Ist da noch Platz genug oder gehen wir hier lieber in die Ecke? Voll die Fackel. Das wird auch noch nicht reichen. Nee. Direkt hier neben
der Tür. Eigentlich doch noch mal einen Vierer machen. Das ist nämlich anders hier. Ist er wieder weg. So, weil ich sag mal, diese Dachkonstruktion, da will ich schon, dass wir die sieht. Also, ganz ehrlich, die baue ich nicht zu und lasse in der Ewigkeit verschwinden. So. Okay. Mist hier alles. Alles klar, damit ist das, glaube ich, beendet, würde ich sagen. Hier liegt immer noch Schnee rum. Können wir jetzt eigentlich mal schön hingehen, jetzt wo das alles zu ist. Hier mal den Schnee entfernen. Da wird am Ende noch genug Schnee. So kalt wie wenig diese Schneebälle einfach bringen. Wow. Mach da doch mal nochmal Schneeblöcke da draus. Da können wir auch schon. So. Schon so weit unten, dass wir hier da jetzt lang. So, hier wieder die Räume haben. So, und jetzt sind wir ganz unten. Jetzt können wir mal aus Spaß an der Freude hier durch. Da kommen wir hier nämlich mal wieder in die Eingangshalle. Da waren wir ja lang nicht mehr. Hau ab. So. Und dann kommen wir jetzt auch durch die Eingangshalle hier raus. Boah, mach ich heute eine lange Aufnahme, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass alles wegen diesem Kackturm da oben. Meine Fresse. Was ein Mega-Project. Ah. Die Granate ist aufgeräumt. Jetzt schauen wir uns das Ganze erstmal von hier aus an. Von da aus haben wir ja immer gerne geguckt auch. Wie das jetzt so wirkt, auch wenn es regnet. Boah, das ist doch mal
Ein bisschen weiter darüber. Das zack, und schon liegt da überall Schnee auf meinem Turm. Ja, Ladies and Gentlemen, what the fuck? Jetzt haben wir, abgesehen von Kleinigkeiten, die wir jetzt einfach mal außer Acht lassen können, ist der Westflügel fertig. Alter, dieser Turm, ey. Jetzt wusste ich, dass da überall Schnee drauf liegt. Natürlich gleich zum Einstieg angefangen hat zu pissen. Naja, gut, na. Kann passieren. Alter. Da war es ein mega fettes Teil jetzt. Sieht ein bisschen zackig aus an manchen Stellen jetzt der Turm. Gut, aber das hängt natürlich auch irgendwo klar mit. Aber jetzt sieht man, wenn dieser Turm fertig ist, dass die große Halle eigentlich tatsächlich irgendwie viel zu klein ist. Irgendwie müsste die noch ein bisschen höher gehen. Die geht echt unter da. Krass. Ich gehe mal pennen. Damit dieser Kackregen mal aufhört. Upsa. Ja, jetzt sieht die große Halle vergleichsweise wirklich winzig aus. Das muss ich mal überlegen, aber das ist eine scheiß Arbeit, die müssen aber. Aber eigentlich müsste wir die vergrößern, eigentlich müsste die höher gehen. Die geht echt total unter gegen dieses riesen fette Teil hier. Ja, da fehlt jetzt hier eigentlich noch das Dach von diesem kleinen Turm, aber. Ja, das ist mir jetzt eigentlich erstmal scheißegal. Leck mich am Ärmel! Ich würde an dieser Stelle eigentlich jetzt ganz gerne den Westflügel erstmal als beendet bezeichnen. Ich habe jetzt hier hingekriegt, dass hier auch überall die Fenster noch hochgehen. Das muss eigentlich jetzt erstmal reichen, ey, langsam. So. Zu diesem Thema kann ich doch gerade sagen, es geht ja auch um die Vorproduktion. Ich habe es ja gesagt, ich müsste eigentlich ein bisschen vorproduzieren, weil ich frage mich gerade, ob da irgendwas brennt, ob das eine Fackel ist oder ob da ein Viech brennt. Wenn es eine Fackel ist, brennt es weiter, ist das Viech jetzt irgendwann auf. Müsste sich ja bewegen, egal. Ja, also Umzug und eine Woche nicht da und so. Habe ich ja gesagt, dass ich vorproduzieren werde und ich werde im Rahmen dessen außerhalb von Hogwarts arbeiten, weil ihr natürlich mit Sicherheit Hogwarts-technisch irgendwo ein bisschen Mitspracherecht haben wollt und auch haben sollt, das ist ja ganz klar. Und wenn ich jetzt vorproduziere, dann mache ich das irgendwo außerhalb von Hogwarts. Ich jetzt hier nicht irgendwie Folgen massenweise Hogwarts aufnehme und ihr kommt dann irgendwann mit, ach, das ist aber doof, und kannst du das nicht lieber so und so machen, und dann wer weiß, wie weit ich dann schon gebaut habe, und ihr sagt dann, ne, quasi, ich fange hier an mit dem Turm und baue in der Vorproduktion bis oben fertig, und danach lese ich dann erst die Kommentare, auch kannst du das hier in dem anderen Holz machen, und dann ne, deswegen Schneekanone! Au, 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 bum, 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 bum. Selbst abgeschossen. Deswegen mache ich eine Pause von Hogwarts. Es gibt noch ein bisschen was anderes zu tun, was ich machen möchte und machen werde. In den nächsten Folgen. Das war mir ein Bedürfnis, dieses Protzding hier noch fertig zu kriegen. Das ist mir damit gelungen. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal, wie es damit weitergeht. Bis dahin sage ich Dankeschön und Tschüssi.